Wow. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Killing Floor 2. Eigentlich wollte ich jetzt mal ein Video zu Warframe machen. Leider ist mein Versuch mit der Facecam ein bisschen rumzuspielen mächtig in die Hose gegangen. Und deswegen nehme ich jetzt spontan eine Runde Killing Floor auf. Denn ich hatte sowieso mal wieder Bock auf eine Runde brutales Gemetzel mit brutaler Metzelmucke. Und da bietet sich das Spiel halt einfach an. Ich spiele mit der Berserker-Klasse. Das heißt, das was es heißt. Hoppala. Ach, herrlich. Ich liebe es. Ich werde gleich auch wieder zu den Nahkampfwaffen wechseln. Ich hatte halt die jetzt gekauft, weil Nagelpistole ist halt echt eine wirkliche Spontanaufnahme. Also komplett. Nichts geplant gewesen, einfach im Schnell jetzt auf Aufnahme gedrückt. Wie ihr seht, ich habe die erste Runde auch schon hinter mir. Da wurde ich leider auch schon überfallen, weswegen ich auch nicht mehr die Aufnahme starten konnte. Perfekt. Ja, ich habe sowieso einen Fehler gemacht. Ich wollte mir eigentlich gar nicht die Nagelschrupfende kaufen, sondern ein bisschen sparen, damit wir uns den Zweihänder leisten können. Ah, vielleicht klappt es ja trotzdem noch. Mal schauen. Mir ist mir so aufgefallen, man kann rückwärts rennen. Das wusste ich gar nicht. Guck mal, wie scheiße das aussieht. Ah, ich habe keinen Spieler gefunden. Schade eigentlich. Spielersuche hat nichts ergeben. Ich gehe mal davon aus, dass die Spieleranzahl wieder ein bisschen abgenommen hat. Ah, bitte. Nachdem. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Oh, das wird jetzt ein bisschen doof. Rüstung wäre ganz wichtig. Ach, scheiße. Ich kann mir den Zweihänder nicht kaufen. Oh, habe ich jetzt Scheiße gebaut. Ach, egal. Was wollte ich erzählen? Ich weiß gar nicht, soll ich lieber die Musik ausmachen, also die Stimmen? Der Dennis meinte mal, also der Slacks Vapor, Metal, Instrumental gefällt ihm zum Beispiel lieber. Ich hab's ja lieber mit Gesang. Nur mit Gesang ist halt das Problem mit der GEMA. Zum Beispiel sowas jetzt hier, Collapsing von Demon Hunter. Ein mega geiles Lied, was ich auch schon aus meiner Burnout-Zeit kenne. Da war das Lied damals mit bei und, aha, was? Burnout! Sowieso, oder? Und deswegen hat sich das Lied da ein bisschen in mein Herz gefunden. Ich glaube, das wollte ich nicht sagen. Was? Trickshot! Mit Sicherheit geht mir wieder ein Gegeber nachher wieder auf den Sack, aber das juckt mich ja halt eher weniger. Ah, das wusste ich! Ihr kleinen miesen Wichser! Hab ich schon lange nicht mehr gespielt übrigens. Killing Floor 2, Mann! Wow. Oh! Also, update-technisch ist das ja gerade ein bisschen doof wieder. Alles klar. Wow. Nein, Jungs. Alles klar. Boah, einfach wild um sich schlagen. Das klappt schon. Seht ihr? Perfekt. Ja, leider, hier. War schon wieder ganz aus dem Konzept gekommen hier. Warframe. Facecam hat leider, also das war unschön. Unter anderem, weil mein Gesicht zu sehen war. Aber nicht nur deswegen. Deswegen muss ich die Aufnahme leider wegschmeißen. Aber da soll auf jeden Fall noch ein Video zum neuen Update kommen. Update 18, Atlas und Go. Ehrliche Leute. Ach, geht doch. Müssen wir mal gucken. So, Zweihänder. Bitte, danke. So, den auffüllen. Kann ich eigentlich schon die Doppelpistole kaufen? Nein, keine, dankeschön. Alles klar, Meister. So. Ich glaube, es ist doch das erste Killing Floor 2,
Video von mir mit Nahkampfwaffen. Ich meine, ich habe vorher gar keins gemacht. Warum eigentlich nicht? Ja gut, Schusswaffen, ne? Aber ich versuche gerade alle Charaktere auf Level 5 zu bringen. Den Berserker habe ich jetzt geschafft. Ich schaffe das alles alleine. Mit dem 7 Wellen allein überleben plus Boss ist eigentlich mit dem gar kein Problem. Weil der Berserker ist halt echt stark. Außerdem können wir uns nachher eine Explosionsgeschoss-Vorschlaghammer-Waffe uns viele Wörter kaufen. Holen. Nachdem wir es wollt. Wow! Au! Alter! Blut. Oh fuck. Ah, oh Gott, bist du wahnsinnig. Oh, was? So viele Gedärme. Für meinen Geschmack. Genau, die brauchen wir zwei Schläge für. Das war alles eigentlich gar kein Problem. So, du blöde. Du blöde, blöde Kuh, ey. So. Schön die seichten und harten Schläge kombinieren. Oh, fuck. Der war auf jeden Fall harte Schläge. Fuck. Komm. Er ist unser Nahkampfspezialist hier. Was zuckt der denn da so rum? Oh, ich sehe gerade, da habe ich es aber auch ein bisschen übertrieben. Aber ich habe auch vergessen, mich zu heilen. Vorhin. Daher. Hui. Das Video sollte eigentlich damals schon entstehen. Ich wollte mit dem Dennis zeigen, dass man in Killing Floor 2 nicht, so wie er sagt, nur mit Schusswaffen spielt, sondern auch mit Nahkampfwaffen gut was reißen kann. So, Pulsierer, Pulverisierer, auf jeden Fall fickt das Ding ganz schön Leute kaputt. Ausweider, ja, den holen wir uns gegen Schluss, eventuell. Mal gucken. So, das ist ein ganz spezieller Hammer, den ich hier habe, denn wie ihr seht, da hängt ein Magazin dran. Ja, und das ist das Besondere. Man hat einfach den ganz normalen Schlag und einmal den Nagelschlag. Wenn ich mit dem schweren Schlag treffe, dann wird ein Explosionsgeschoss freigesetzt, was richtig hart Aua macht. So richtig hart. Und das macht halt unglaublich Bock. Wisst ihr, worauf ich jetzt Bock hätte? Fit for a King bitte. Als Musik. Dann nicht. Tudu! Klack. Dann hat nicht Fit for King. Wäre zu schön gewesen. Ich liebe das. Aber man sollte halt nichts. Obwohl bei dem Dicken. Was willst du da machen, ne? So. Oh, 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 oh. Jungs. Jungs, uncool. Ah, fuck, da kommt der Dicke. Man muss halt schon ein bisschen taktischer vorgehen mit dem Berserker. Oder macht einfach wie ich und drauf. Zack, und Tussi weg. Also die Waffe ist echt mächtig. Der Berserker, der haut richtig rein. So, den mache ich lieber mit der Pistole kalt. Perfekt. Läuft doch. Perfekt, hier Munition. Ach, es kann nicht besser laufen.
Deswegen, der Hammer hier ist auf jeden Fall meine Favorite-Waffe im Bereich des Berserkers. Aber wir wollen ja heute mal alles ausprobieren. Also kaufen wir uns jetzt den Ausweider. Der hat Sprit und, das ist ganz wichtig, und Siegeblätter. Das ist so geil. Und das ist das Einzige mit so einem Fadenkreuz. Ich kann... Machst du da? Ja, okay, so ist alles cool. Ich kann einmal Siegeblätter verschießen mit dem Ding. Die dann irgendwo hinfliegen und man kann sie auch wieder einsammeln. Das heißt, sie landen außerhalb der Map. So, und es gibt einmal den, ich habe Benzin im Blut Metzelmodus. So. Damit werden wir jetzt die Gegner fachgerecht zerstückeln. Oh, ich freue mich drauf. Nee, das wollte ich nicht machen. Ja, komm, mach rein hier. Fleischsalat. Damit kann man den Boss übrigens nachher richtig geil kaputt machen. Kann man irgendwie die Lieder weiterschalten? Ich hätte echt jetzt gerne Fit for a King. Nein! Ups. Na, fuck, fuck, fuck. Okay, wo sind sie? Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Die Gegner werden langsam auch ja stärker. Da kann ich nicht mehr so viel rumspielen. Ja, das war's dann für den, würde ich mal sagen. Hier, Granate. Bringt nur da nicht so viel. Aber schön ist, die Siegelbilder gehen halt wirklich durch mehrere durch. Da guckt ihr aber blöd. Oh oh, kein Munition mehr. Ne, Magazin war leer. So rum wollte ich sagen. Ich finde das so herrliches Spiel. Macht immer noch Bock, auch wenn momentan echt eine kleine Update-Pause ist. So, warum fällt die ganze Sägeblätter nicht wieder? Und du willst, geht das so durch? Oh. Fuck, wo sind die ganzen Sägeblätter hingeflogen? Ich brauch die doch wieder, Leute! Hä? Wo sind sie denn? Ach! Da war eins. Was wollte ich machen? Auffüllen. Ja. Oder die sind verschwunden, weil ich Dings aufgenommen habe. Das kann sein. Das kann gut sein, dass, wenn die rumliegen, man nimmt auch neue Munition auf und hat dann eigentlich. Nein! Ist nicht so. Heavy, ich kann die aufnehmen, obwohl ich voll bin, aber er kriegt ja nicht hinzu, oder wie jetzt? Ist doch scheiße. So, ich muss mal eben... Tatsächlich. Ich muss mal eben einen anderen Ort finden, zum Töten, weil hier wird es langsam ziemlich eng. Ja, und dann gehe ich natürlich... Da kann man nicht durch, alles klar. Orientierungslosigkeit, wo bin ich jetzt hier? Ich habe die Orientierung kurz verloren. Hier, da wollte ich lang. Fire to my soul von Demon Hunter. Ah, da machen die mal nicht so viele gute Musik, aber kann man sich auf jeden Fall anhören. So, wo sind wir denn jetzt hier? Das ist die Aula. Uah! Uah!
Das ist so schlimm wie irgend so ein Jumpscare-Game. Waren ja mal ganz aktuell, ne? Wie hieß das nochmal? Castle of Jumpscares oder so? Tolle Gammelspiele. Piu! Oh! Auch süß, wie der den abtrennt, oder? Alles klar. Alles klar. Nein! Oh, 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 oh. Vielleicht will ich auch etwas zu sparsam mit meiner Munition umgehen. Kann ruhig mal ein bisschen rumschießen. Ich meine, ich habe ja nicht genug Schuss. Der wird auch so weggeputzt, ne? Aber ich glaube, die Stärke setzt sich aber auch aus der Anzahl der Spieler zusammen. Ist ja auch so, dass wenn mehr Spieler im Spiel sind, gibt es auch mehr Feinde. Und mehr Feinde sind ja allgemein gut, weil... Was willst du denn? Mehr Blut. Will kein Kopf mehr erlebt. Wie konnte man den nicht treffen? Aber so langsam wird die Waffe doch ein bisschen problematisch. Welche Runde haben wir jetzt eigentlich? Die 7. von 7. Oh. Das heißt, jetzt kommt die letzte. Jetzt kommen wir zum Endboss. Der muss weg. Dann haben wir das geschafft hier. Leute, ganz ehrlich, ich vermisse ein bisschen die Battlefront-Beta, muss ich sagen. Auch wenn das nicht so meins ist, hat mir das doch ganz gut gefallen. Zudem kamen auch Kommentare wie Julian, ach, wenn du das kaufst, mach mal ein Video davon, hier, die Stars, wisst Bescheid. Also, ich weiß auf jeden Fall schon mal Bescheid, das Projekt... Wenn es kommen würde, wäre auf jeden Fall hier erwünscht. Muss man echt sagen, ob ich jetzt wirklich Lust habe, 70 Euro für ein Only Multiplayer Star Wars Spiel auszugeben. Ach, ich weiß echt nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ihr könnt es mehr kaufen. Aha, Scherz. Macht das nicht. So viel Geld habe ich auch noch übrig. Na, guck mal da, wer ist das denn? Dr. Hans Folter. Ist doch komisch, oder? Wenn Amis ein Spiel mit einem Bösewicht machen, mit einem bösen Wissenschaftler, ist es immer ein deutscher Name. Test dein Nerfgas an dir selber, du Vogel. Komm mal her hier. Brutzel, 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 brutzel. Guck mal, ist lustig, ne? 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 So, jetzt ist er in seiner Phase. Ich glaube, der muss sich einmal kriegen. Ohne Witz. Und weiter geht's. Hui. Der denkt sich auch so, du kleiner Ficker, du. Nee, warte. Nur einen weiter runter. Ach, das ist auch eine Kiste. Alles klar. Ich brauche noch ein bisschen Sprit. Damit der durchaus auch Sprit auf? Na, du bist ein Wichser, Alter. Aber du, überhaupt kein Problem. Ich muss halt nur schnell raus. Oh, weiter geht's.
Lange bitte mir gefährlich, ey. Boah, halt schon irgendwie ein bisschen Platz zum Ausweichen, ne, für den Kollegen. Oh, er ist schon wieder aggro. Der Mann sollte echt mal autogenes Training machen. Glaub mir, das hilft Wunder. Und Limit, ob der sich verarscht fühlt? Nee. Der fühlt sich verarscht. Mein Witz, der muss sich verarscht fühlen. Geh doch einfach weg, Alter! Saug doch irgendeiner! Ich glaub, man muss angesaugt werden. Einmal. Na komm, lass ich mich halt fangen. Gut, habe ich jetzt nicht mit Absicht gemacht, aber. Also er rastet komplett aus, der Mann. Aber du ist gar kein Problem. Das ist so eine feige Sau, Alter. Komm hier noch ein bisschen Benzin aufgehoben. Überhaupt kein Thema. Ist zwar ein bisschen langweilig zum Zugucken, aber. Kann man mal machen, oder? Oh, Wichser! Was hier Blut rumliegt, ey. Wunderschön, ich habe 84.000 Schaden ausgeteilt. Es ist doch nicht normal. Ich würde sagen, das war doch eine ganz lustige Runde, oder? Ja, das war es soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir schauen mal, was wir wegen Warframe machen. Leute, haut rein.